Episode 79 von Dragon Ball Super setzt den Kampf zwischen Buu und Basil fort. Buu wird am Anfang, wie auch schon im Ende der letzten Episode gezeigt, von Basil weiterhin fertig gemacht. Worauf auch der Kaioshin von Universum 9 meint: Ihr könnt nicht gewinnen, gebt auf, gegen mein Trio The Danger habt ihr keine Chance. Selbst Kibito sagt, dass der Kaioshin vom Universum 9 ein abscheulicher Kaioshin ist. Und das bestätigt endlich meine Idee von der letzten Folge, wo ich gesagt habe, dass die Krieger von Universum 9 böse sind und nicht gut sind wie Goku und Gohan. Während Buu weiter fertig gemacht wird, fängt er plötzlich an zu lachen. Er sagt: Hey, mach das nochmal, das hat Spaß gemacht. Und geht sogar zu Basil hin und umarmt ihn und sagt: Komm, mach weiter, ich will nochmal. Und Basil kickt ihn weg und Buu von der Ferne: Weiter, weiter, noch mehr, mach weiter. Und Satan fragt Goku: Wird Buu okay sein? Ist es nicht schlecht, wenn er auch nur so tut, als wäre das ein Spiel? Und Goku meint nur: Diesmal nicht. Diesmal sollte es okay sein, denn was komisch ist, und das sagt Gohan auch, dass sie nicht in der Lage sind, deren Ki, deren Energie wahrzunehmen und sie somit nicht sagen können, wie stark ihre Gegner wirklich sind. Und Goku ist aufgeregt, weil er die Möglichkeit hat, gegen lauter starke Gegner zu kämpfen. Worauf auch angemerkt wird, dass wahrscheinlich Gokus sorgfreie Art der Grund ist, warum Senno ihn mag und warum er teils auf ihn hört und das Turnier der Kraft überhaupt veranstaltet hat. Goku meint dann auch, dass es nicht reichen wird, um Buu zu unterhalten, worauf Basil mit seinem Blaster Buu angreift, der aber komplett unverletzt ist, aus seinem Loch im Bauch, was er aber sofort heilen kann. Und Buu meint dann auch noch: Das wäre echt unterhaltsam. Und Universum 9 ist ganz überrascht, was Buu für eine Kreatur ist. Mr. Satan wurde von der Attacke von Basil verletzt und Buu dreht durch und macht ernst. Basil schießt auf Buu, doch der wehrt die Attacke ab und es trifft Universum 11, worauf aber ein Krieger von Universum 11, nämlich Toppo, der bei den Göttern oben steht, die Attacke neutralisieren kann. Und dann fängt Buu Basil herumzuschlagen, von rechts nach links, oben nach unten, wie es Basil die ganze Zeit davor gemacht hat. Basil fällt dabei aus dem Ring und Goku meint: Wir haben gewonnen, weil in unserem Turnier ist es so, wenn man aus dem Ring fliegt, hat der, der noch im Ring steht, gewonnen. Und der Daishinkan meint: Das ist bei euch vielleicht so, aber hier ist es jetzt so, dass erst dann aufgehört wird, wenn Zen zufrieden ist oder wenn jemand nicht mehr aufstehen kann. Basil bekommt daraufhin ein Power-Up vom Kaioshin aus dem Universum 9. Beerus regt sich daraufhin auf: Sind keine Drogen erlaubt, das ist Aufputschen, ihr habt verloren. Worauf der Kaioshin meint: Hey, das ist genau dasselbe, was Buu gemacht hat. Und Beerus: Nein, das ist es nicht, weil bei Buu ist es eine Fähigkeit und nicht irgendein Power-Up, nicht eine Frucht, die ihm zugeworfen wurde. Und Daishinkan stimmt Beerus aber nicht überein und sagt: Es wird weitergemacht, solange bis Zeno zufrieden ist. Und er scheint dann so, als würde Basil wieder die Oberhand gewinnen und macht Buu fertig. Worauf selbst der Gott der Zerstörung von Universum 9 meint, ist noch nicht etwas zu viel. Doch Buu schafft es komplett unverletzt aus den Trümmern hervorzukommen und meint nur: Du bist stark, aber ich bin stärker. Und macht darauf ein Kamehameha. Was ich interessant finde, ist, dass er nicht Kamehameha gesagt hat. Also war es jetzt keines? Oder haben die Leute einfach aufgehört, ihre Attackennamen zu schreien? Wobei Basil hat seine ja geschrien. Also von daher wundert es mich etwas. Auf jeden Fall gewinnt Buu und beide Senos sind zufrieden. Als das Match zu Ende ist, heilt Buu Satan und der nächste Kampf ist zwischen Lavender und Gohan. Was denkt ihr, wie wird der Kampf weitergehen? Wird Gohan gewinnen? Und was habt ihr von der jetzigen Folge gehalten? Lasst es mich wissen in den Kommentaren und wir sehen uns beim nächsten Mal.